Was war das Besondere an der Lasker Mannschaft damals? Das Besondere war eigentlich das Zusammenhalt. Also es war so, es waren einige Gruppen, muss ich sagen. Also zum Beispiel die Gruppe mit Chico, Lipasinovic, Dolphy Blutz und so, da haben wir ein bisschen angehängt. Dann war das die Wiener Partie, also es waren dann die braven Linzer wie der Trubrig und so weiter, Bichler. Aber es waren natürlich schon Spieler dabei, wie Stürmberger in einer fantastischen Form, die halt einfach das Sagen gehabt haben. Und dort halt ein bisschen, aber wir haben vor dem Spiel, also sonst war viel Theater zeitweise, auch vom Vorstand her. Aber dann muss man sagen, also so am Platz war es ganz, da war es beinhart. Also wenn man da nicht irgendwo da entsprochen hat oder auch vom taktischen her das nicht gespielt hat oder glänzen wollten, also da sind schon die Fetzen geflogen. Und 65 als erster Nicht-Wiener Verein den Cup gewonnen, war das ein emotionales Highlight oder war das was Besonderes für Sie? Ja klar, es war der erste Titel einmal. Aber es ist so gewesen, dass die Stimmung eigentlich ein bisschen, sag ich mal, grau in grau war. Es war mühselig. Also es war, wir haben sich mehr erwartet, dass wir da, je nachdem wir auswärts gegangen haben, dass wir eben daheim dominanter spielen. Aber das war sehr mühsam. Also das war 1-1, das war ziemlich knapp. Also die hätten können das auch in eine andere Tour machen, wie in Eichel, was ich nicht in Erinnerung habe. Die Cup-Titel 71-74, kann man die vom emotionalen Punkt her vergleichen mit einer LASK, wo man eigentlich herkommt, das ist der Heimatverein, oder war das einfach auch eine nette Geschichte? Aber jetzt bei Austria? Nein, das war ganz toll. Also wir haben damals, wie ich angekommen bin, ist sehr unheimlich klein, wir haben 2 Meistertitel geholt. Und also mit einem Score von 100 zu weiß nicht was, haben wir mal eine super Mannschaft gehabt. Ne? Und wir haben dann begonnen, also wirklich mit den ganz jungen Bohaska, Baumeister, Obermeier und so weiter, die Gasserlich, die halt dann herangewachsen sind. Und das waren aber hervorragende Spieler, weil die haben wir ja schon immer mit uns trainiert. Und da hat man dann schon gesehen, also das war schon, da wächst was. Man sagt ja, der Cup hat eigene Gesetze. Was ist für Sie das Besondere am Cup? Naja, man darf sich keine Fehler erlauben, weil es ist jetzt so, wenn man einmal kurz hinten ist, dann wird es schon schwierig. Auch die Kleinvereine, die geben ja alles und die versuchen halt mit allen Mitteln ein kurzes Resultat zu machen. Und das macht es schwierig und auswärts auch noch. Wenn die dann das Glück haben, dass sie immer ein Tor schießen und so weiter, und von den Zuschauern getragen werden, dann wird das schon sehr gefährlich.